Liebe Brüder und Schwestern, im heutigen Evangelium offenbart Jesus seine verborgene Herrlichkeit. Seine menschliche Gestalt erstrahlt im Licht. Das, was normalerweise dem menschlichen Auge verborgen bleibt, wird sichtbar. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, weil er der Sohn Gottes ist. Ja, Jesus hat sich erniedrigt für uns. Er ist in allem uns gleich geworden, uns Menschen außer der Sünde, heißt es in der Schrift. Er hat sich erniedrigt, er verbirgt seine Größe, sein göttliches Licht, damit wir uns ihm nähern können, damit das Volk Israel sich ihm nähern kann mit Vertrauen, damit es nicht erschrickt vor ihm. Denn der Vater, er liebt sein Volk, er liebt den Menschen, er liebt uns und schenkt uns seinen Sohn, möchte uns seine Liebe offenbaren, uns nahe sein. Er möchte die Furcht überwinden, die auf dem Volk Israel liegt, die Furcht, ja das Erschrecken vor Gott, wenn man der Größe und Herrlichkeit Gottes begegnet. Ja, da erschrickt der Mensch, dann erkennt man seine eigene Unwürdigkeit, seine Kleinheit, seine Nichtigkeit, ja, die eigene menschliche Armseligkeit. Immer dann, wenn Gottes Licht aufstrahlt, erkennt man sich selbst. Ja, das führt normalerweise zur Selbsterkenntnis. Jesus offenbart seinen Jüngern am Berg seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht. Aber auch der Vater offenbart sich auf dem Berg und der Heilige Geist in der Wolke. Er bestätigt seinen Sohn Jesus, der nicht nur Mensch ist, sondern in allem Gott gleich, Gottes Sohn, unser Retter und Erlöser. Der Vater hat ihn uns geschenkt, damit er die Schuld tilgt, damit er für uns sein Leben hingibt, unsere Sünden sühnt am Kreuz, damit er zum Sühneopfer wird, für unsere Sünden, für die Sünden des Volkes Israel, für die Sünden der ganzen Menschheit. Jesus, er reinigt uns, befreit uns von der Last der Sündenschuld. Möge der Herr uns mit seinem Licht erfüllen, mit seinem Heiligen Geist, dass wir, wie der Vater sagt, auf ihn hören, auf Jesus, den Sohn, auf dieses ewige Wort des Vaters, dass wir ihm vertrauen, ihn bezeugen, ihm nachfolgen, nicht nur in den schönen Stunden, nicht nur dann, wenn es schön und angenehm ist, sondern auch in den Stunden des Kreuzes. Jesus offenbart seine Herrlichkeit auf dem Berg, um seine Jünger im Glauben zu stärken, ja, damit sie das Ärgernis des Kreuzes ertragen können, wo Jesus scheinbar ohnmächtig ist, hilflos. So möchte Jesus nun auch unseren Glauben stärken und erneuern, dass wir ihm vertrauen, auch dann, wenn wir ihn in der Passion sehen, erniedrigt, ohnmächtig, von vielen unzähligen Wunden bedeckt, wenn er scheinbar in einer Niederlage ans Kreuz geheftet ist, wenn er scheinbar alles verloren hat, wenn scheinbar alles sinnlos ist. Ja, Jesus möchte auch uns stärken, wenn wir leiden, wenn wir Stunden erleben, die voller Dunkelheit sind, wenn wir unsere eigene Ohnmacht spüren, unsere Schuld.
unsere Niederlagen, wenn wir meinen, es sei alles sinnlos, wenn wir ohnmächtig sind, keine Kraft mehr haben fürs Leben, zum Kämpfen um das Gute. Ja, möge der Herr uns stärken, mit seinem Geist erfüllen, damit wir nicht den Mut verlieren, nicht die Hoffnung verlieren, dass immer letztlich Gott siegt, dass nicht Hass, Gewalt und Tod das letzte Wort haben, sondern dass die Liebe siegt, die Gnade, das Leben, die Güte, die Barmherzigkeit. Ja, die Barmherzigkeit hat gesiegt am Kreuz auf Golgotha. Die Barmherzigkeit siegt auch über unsere Sündenschuld. Und wenn wir manchmal erkennen, ja, da gerade dann, wenn wir beten, dass wir arme Sünder sind, dass wir uns nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, auf unsere eigene Rechtschaffenheit berufen können, dann befreit der Herr auch uns. Wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir vertrauensvoll zu ihm kommen, ja, wenn wir vor allem auch das Bußsakrament empfangen, dann empfangen wir neues Leben. Dann erfüllt der Herr auch uns mit seinem Licht, mit seiner Herrlichkeit. Dann erneuert er diesen Bund mit uns. Jesus hat das in seinem Opfer, den neuen Bund mit uns geschlossen. Den Bund ewiger Liebe und Treue. Er gibt sein Fleisch, sein Blut, seinen Leib für uns hin, damit wir vertrauensvoll zu Gott kommen können, damit wir neu diese Liebe Gottes zu uns annehmen können, damit wir als Kinder Gottes leben, in dem Bewusstsein, dass wir alle einen Vater im Himmel haben, der nur Heil will, unser Glück, unsere Freiheit. Ja, lassen wir uns vom Herrn heilen, befreien. Lassen wir uns von ihm mit seinem Licht erfüllen. Und folgen wir ihm nach. Werfen wir die Götzen hinaus aus unserem Leben, aus unserem Herzen. Nicht nur das Materielle soll uns wichtig sein. Nicht nur das, was unser Körper braucht. Der Apostel Paulus sagt, ja, viele leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Gott scheint der Bauch zu sein. Sie denken nur an ihre körperlichen Bedürfnisse, nur an Genuss, nur an ein bequemes Leben. Lassen wir uns nicht einschläfern von der Bequemlichkeit. Lassen wir uns nicht einschläfern vom Wohlstand. Jagen wir nicht dem Geld und dem Besitz nach, sondern jagen wir der Liebe Gottes nach. In Jesus offenbart sich die unermessliche Liebe des Vaters zu uns. Und er schenkt uns seine Kraft, seine Gnade, seine Hilfe. Nützen wir diese Zeit der Buße, diese Zeit der Vorbereitung auf Ostern, diese Fastenzeit, dass wir aus ganzem Herzen umkehren zum Herrn, unserem Gott, dass wir ihn neu suchen im Gebet, im Hinhören auf sein Wort. Dann wird unser Leben neu, dann wird in unserem Leben neu die Sonne der Gerechtigkeit, die Christus selber ist, aufgehen und alles mit seinem Licht erfüllen, damit wir Licht sein können für unsere Mitmenschen, Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe für die ganze Welt, für alle Menschen, denen wir begegnen. Ja, dann werden alle unsere Tätigkeiten, unser ganzes Leben verwandelt und eine Quelle des Heils sein, eine Quelle, die hineinfließt in das ewige Leben. Amen.